Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Also ich glaube, das läuft hier, ne? Haben wir noch ein bisschen Chlorgas da drin, aber das ist ja jetzt eigentlich egal. Hier soll jetzt keiner mehr rein. Aber den wollte ich mir angucken. Okay. Nächste Ruhephase, 63 Zyklen. Wie sieht's jetzt aus mit dir? Nächste aktive Phase in 14 Zyklen. Das ist gut, das ist gut. Dann können die nämlich noch mal ran. Ne? So, wie sieht es jetzt aus mit dem Strom? Wie viel haben wir denn hier jetzt auf der Leitung? 7065 Watt. Potenzielle Last. Okay. Ist ein bisschen viel. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Leiterkabel? Achso, da kommt keiner hin zum Abbauen. Machen wir das mal so. Da. Alles klar, gut. So. Erdgas. Ist nicht sehr viel Erdgas da drinnen, ne? Der muss repariert werden. Weil Fremdgase drin sind, oder? Warte. Sie pumpt nicht. Sie pumpt nicht. Was habe ich denn da schon wieder zerlegt? Das Kabel hier, ne? Starkes Leiterkabel. Komm, bau das jetzt. So. Jetzt solltest du doch auch wieder pumpen, oder? Warte, Strom geht von da. Geht hier raus, geht hier runter, müsste also von der Batterie, müsste das doch jetzt gespeist werden. So. Wir haben zu wenig Druck. Ich habe bei 750 erfüllt, ne? Verschmutzter Sauerstoff. Stürmer. Über 200 rein, damit hier das Zeugs da mal raus kann. Ne? Weil hier unten haben wir 700. Soll auf jeden Fall der verschmutzte Sauerstoff komplett raus. Erdgas, 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 Erdgas. Genau, und dann gehen wir wieder auf. Was weiß ich. Wenn hier nur noch Erdgas drin ist. Erdgas, Erdgas, Erdgas. Erdgas, Erdgas, Erdgas. Kein verschmutzter Sauerstoff mehr. Nein. Dann können wir. Oh, können wir über 200 bleiben. Ne? Eigentlich schon. So, der kriegt Strom. Dann würde ich. Hat der denn Erdgas drin? Wenig. Aber ich glaube, er hat schon Erdgas. Ne? Also er. Er hier hat Erdgas. Okay. Die produzieren ja eigentlich am Stück, ne? Ach so, ja klar. Das ist dieser. Und dann würde ich, wie mache ich das denn? Wie komme ich denn da am besten hin? So. Der. Ich habe keinen Plan. Wie mache ich das denn? Wenn ich den hier anschließe, bringt das ja gar nichts, weil das ist ja schon, den haben wir ja schon. Das ist der gleiche? Okay. Irgendwo muss ich schnibbeln. Irgendwo muss geschnibbelt werden. Okay, dann will ich mal den hinteren nehmen. Den hinteren, den mache ich jetzt mit dem zusammen. Und zwar brauche ich leichter Kabelbrücken. So, der soll an den hinteren.
Bedeutet, ich brauche hier zwei Leiterkabelbrücken. Und verbinde dann... Wir haben kein Essen mehr. Wir haben kein Essen mehr? Warum nicht? Warte. Ernten? Schauen wir mal auf 7. Ernte. Das kann ja nicht sein. Geht das? Wenn ich jetzt auf Priorität gucke, gehen die auf 7. Also Erntebefehl auf 7 geht nicht. Aber kannst du mir nur nicht anzeigen lassen. Und die ist auch möglich, ne? Ja, Erntebefehl auf 7. Ja. Bitte. Bitte. 26.000 Kilokalorien ist ein bisschen wenig. Oh Mann, wischen, wischen, wischen. Überall muss gewischt werden. Die werden wir jetzt nicht sterben, oder? Kobalterz fassen die, ne? Was sind das? Steckschnitt. Steckschnitt. Metallhedge? Was ist das? Steckschnecken. Steckschnecken. Ich kann ruhig alles bekommen. Also. Da ist denn was drin? Filter nicht eingestellt. Was? Steckschnecken? Steckschnecke. Das andere Steckschneckchen oder was? Ey, ihr sollt hier nicht sterben. So haben wir nicht gewettet. Küche. Küche. Da war doch was, ne? Küche. So. Ist das jetzt gebaut hier so? Ich habe hier eine... Ja, da haben wir das. Genau, dann schnibbeln wir das jetzt da auf. Da auf. Und... bauen das da hin. Okay. Das ist ein ganzer Stromkreis. Das hier... Und das geht ja darüber. Das hier ist ein Strom. Das kann ja so bleiben. Aber hier hängt viel zu viel drin. Diesem Stromkreis. An dem da. Warum eigentlich? Und warum habe ich hier so viele Kabel liegen? Bitte. Wenn ich den da wegsäbele, bringt ja auch nichts. Naja, okay. Okay, gut, wir haben überall Strom. Ich sehe nirgends ein Batterieteilchen, oder? Doch hier. Warte auf Reparaturlieferung. Genau. Warum kommt da keiner hin? Unerreichbarer Baustelle. Der kann doch hier hochhüpfen und kann das da hier bauen. Wieso ist das? Ach so. Ja, nee, ist klar. Okay. Ich habe es verstanden. Aber jetzt kann man das bauen. Hier fehlt noch ein bisschen was. Erreichbare Baustelle, ne? Hm. Ist klar. Leiter. Muss hier noch rein. So, dann zieht ja der ganze Kladderadatsch hier hoch. Hm, eigentlich würde ich hier dicht machen. So. Und ne, da eigentlich braucht man nicht dicht machen, aber haben das noch weg und das hier so. Geht das?
Oder vielleicht nur da. Und so. Damit, ne? Da unten. Ja, habe ich. Würde ich nämlich da oben auch hinbauen. Ein Gaselementsensor. Der sollte. Wo brauche ich denn den hin? Den dahin bau? Dahin? Ne, da geht nicht. Aber da oben. Ach. Warte. Zerlegen. Alarm. Brauchen wir ja nicht. So. Und jetzt? Also. Würde ich den noch mal da oben hinpacken. Und zwar auf diese. Ne? Und dann noch Automatisierungskabel ran. Dann Stromkabel. Ah, wo haben wir denn? Da. Das würde bedeuten, wir könnten das Stromkabel ganz einfach hier. Hier so ranfügen. Genau. Und das Ganze natürlich gebaut mit. Fangen wir mal mit 9 an. Alarm ist vielleicht ein bisschen heftig. Da muss ja auch noch einer hin, ne? So. Kann weitergehen. So. Sauerstoff ist voll. 2300 Gramm Sauerstoff. Mach ich denn sowas? Wie? Warte mal. Der Ziegel, habe ich denn noch Obsidian? Habe ich. So. Sollte ja was aushalten. Obsidian hält ja bestimmt was aus. Dann bin ich nämlich hier. Vielleicht mal so einen unendlichen Tank hinbauen. Geht das? Das sollte gehen. So, hier müssen wir noch hinein. Das kann von da, das kann alles von da gebaut werden. Wenn der gebaut ist, können sie da oben bauen. So, und dann brauche ich da drinne. Dann brauche ich da drinnen, ne? Die ein oder andere Pumpe und einen Hochdruckgasabzug. Okay, also Pumpe. Gaspumpe. Wo ist er? Lüftung. Gas. Was haben wir denn hier schon? Stahl, ne? Würde ich mal zwei. Eine Pumpe reicht doch eigentlich, oder? So. Gasleitung aus. Keramik. Damit die nicht kaputt geht. So, ich brauche fehlende Ressourcen, veredeltes Metall und Plastik. Plastik. Okay, erst gucken wir uns das jetzt mal an. Plastik. Unser Klempner. Ja, guck an, das ist schon deutlich besser geworden, ne? Aber Punkte verteilen ist noch nicht. Hier Viehzucht. Ja, das ist eigentlich auch in Ordnung. Ja, vielleicht Schutzanzugtraining. Ne, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist noch zu viel. Da muss noch ein bisschen warten. Haben wir hier so. Verbesserter Bau und verbesserte Tragfähigkeit. Dann mal noch unser Bediener. Okay, bekommt auch noch ein Schutzanzugtraining hinzu. So, der bedient ja nur. Und
Ahnung. Räumt er auf? Nee, unser Künstler. Auf jeden Fall ästhetisches Design. Unser Forscher, unser Tom Milein. Kriegt auf jeden Fall noch Schutzanzugtraining, aber jetzt im Moment noch nicht. Die Moral ist nicht so dolle. So. Was haben wir hier? Da sind wir immer noch drüber. Und bei unserem Landwirt sind wir auch noch drüber. Ja, dann ist wohl da nichts mehr zu machen. So. Plastik. Veredeln, ne? Glasschmiede könnte ich bauen. Ach, die wollte ich doch hier so reinbauen, ne? Eine Glasschmiede. Die plane ich jetzt mal hier so ein. Oh. Polymerpresse. Polymerpresse. Wandelt Petroleum in rohes Plastik um. Die Polymerpresse könnten wir auch hier hin machen. Hm. Aber ich glaube, ich vergrößere den Raum ein bisschen. Und zwar mit luftdurchlässigen Ziegeln aus Stahl. So. Okay. Was ist die gebaut? Magmatitwurf. Und das ist auch. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir werden das dann sehen. Well, das war das. So, sicher ist aber auf jeden Fall. Wir brauchen irgendwas, was Petroleum herstellt. Okay, ist das jetzt bei Veredeln? Petroleum? Petroleum? Oder wo ist das denn? Wo könnte das denn sein? Studienterminal habe ich. Supercomputer, orbitales Datenerfassungslabor. Ja, dann, das muss in die Rakete gebaut. Okay, okay. Petroleum. Flüssigkeiten vielleicht? Tja, irgendwie sowas. Nee. Petroleum. Warte, ich gucke. Forschung. Petroleum. Petro. Okay. Das ist eine Ölraffinerie. Wandelt Rohöl in Petroleum und Erdgas. Erdgas habe ich doch. Wandelt entweder Petroleum oder Ethanol in elektrische Energie um. Nee, 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 nee. Ah. Hm. Was soll denn das jetzt bedeuten? Wie komme ich denn jetzt am nicht Erdgas. Wie komme ich denn ohne Öl? Oh, ich habe ja kein Öl. So, Ölbrunnen. Der hat Rohöl unter Verwendung von sauberem Wasser. Muss auf einem Ölreservoir gebaut werden, ja. Das ist nicht gut. Wie sieht es denn hier aus? Ist schon was gebaut? Ja, schon, aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Was läuft denn hier runter? Alles Mögliche, ne? Dachte ich mir. So, dann zerlege ich den nochmal. Das machen wir jetzt mal alles. Voller Suppe. So. Bleib dabei, guck mir das an. Warum hat er die jetzt auch zerlegt? Das wollte ich gar nicht. Die sollten bleiben.
Warte. Nee, das dauert nichts. Aber dann schiebt das ja nicht mehr nach unten. Ach, das ist da jetzt schon mal. Naja, wir werden es gleich sehen, was passiert. Oder ich baue da Türen hin. Würde das gehen? Also wenn er jetzt das Magma nach oben schiebt, wäre das nicht so dolle. Ich baue mir hier echt... Ja, wir machen das anders. Ja, er hat es nach oben geschoben. Okay. Das alles nochmal wegmachen. Da kommt noch der Leiter hin. Mist! Was ist hier so? Phosphor. Phosphor? Komme ich denn da? Plötzlich ist Phosphor. Ich wusste, es gibt ein Desaster. Irgendwie wusste ich das. Wie sieht's aus mit der Hitze? Ja, doch. Wunderbar. So. Okay. Gut. Jetzt zerlege ich nochmal die beiden. Und das hier kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Und hier das kommt weg. Nee, den erstmal nicht zerlegen. So, die beiden ruhig zerlegen. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, aber glaube, so, ne? Okay, gut. Pause. Die Idee ist jetzt, manuelle Luftschleusen kennen Sie aber vielleicht auch besser den da, ne? Und zwar so. Und zwar komplett hier durch und dahin, ne? Okay. Den dann am Rand vorbeiführen. Das Ganze jetzt noch mal mit Alarm bauen. Das sollte doch funktionieren. Oder? Oh. Aber da sind wir ja schon unten, ne? Da sind wir schon unten. Neutronium. Das bedeutet... Unser Asteroid ist echt winzig. Er ist winzig. Ich mache mir hier Arbeit für nichts und wieder nichts. Aber es muss mal ausprobiert werden. Das muss jetzt ausprobiert werden. So. Was haben wir denn heute Schönes gebaut? Nichts haben wir gebaut. Hier kommt kein Mensch hin. Super. Da soll ja auch keiner hin. Kann ja ruhig von oben gemacht werden. Ne? Hier ist ja oft. Kann ja von oben bauen. Genau. Hier sollte keiner hin. So, das ist die normalische Tür. Mit 9. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. So, wird das jetzt hier was? Ah, es werden Türen gebaut. Okay. Okay. Aha. So. Frage ist, können die über die einzelnen Türen rüberspringen? So. Ne? Also das funktioniert.
Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen und tschüss.